100 Stück. Juck, juck. Ja, erstmal. Dampf ich erstmal was. Was Normales. Ich könnte nochmal Ausdauersachen kochen, vielleicht. Warum? Das werden wir gleich sehen. Ich weiß nicht, ob ich das vor Ort kochen kann. Wenn ich das vor Ort kochen könnte, wäre das schon nice. Ich glaube, ich brauche das der Ausdauer. Mindestens meine ich das. Kann auch sein, dass ich das eben nicht brauche. Habe ich jetzt noch... Wie viele Pfeile habe ich denn? 20 normale Pfeile. Nehme ich mit. Kann ich nämlich gleich gut gebrauchen. Denn da, davon sind die Schneidklippen. Wir haben ja diesen einen Feuertest gemacht. Wo war der nochmal? Ich mache mal ganz kurz lokal und technisch nach. Nicht mega aus dem Spiel reißend. Das war hier, das war, hier vorne war ja diese Feuerstelle und die Goronen, die mit dir dann gekämpft haben. Halt darum, da stehen zu bleiben. Und die haben halt auch gesagt, komm zur Schneidklippe. Komm zu den Schneidklippen, da kannst du dich nochmal beweisen. Und machen wir jetzt mal. Denn hier vorne sind die Schneidklippen. Was dazu gehört, dass hier nicht nur die Schneidklippen sind. Hier vorne ist auch ein Hinox, den wir nochmal schön killen können. Der ist nämlich da vorne im Wasser, wenn ihr auf die Karte achtet. Mindestens gleich irgendwo. Sie auch schon schlafen. Idee. Mein Waffen braucht, haben wir nicht genug von, aber. Nee, keine Waffen. So eine Idee. Er wird jetzt sofort wach. Obwohl er schläft. Es gibt die Möglichkeit, anzuschleichen. Das könnten wir mal. Damit schleichen wir uns an. Der hat Waffen da stecken. Da würde ich sagen, eine Waffe, die wir wirklich nicht brauchen. Den Meteorstab können wir nochmal gebrauchen. Das Soldatenschwert auch. Das Reiseschwert, was ich hängen hatte, können wir, glaube ich, nicht mehr gebrauchen. Wir brauchen eigentlich alles, deswegen. Das ist eigentlich völlig unnötig, was wir jetzt hier machen. Und der hat 60 Schaden. Dann wechsle ich mal wieder zu normalen Angriffsklamotten. Nehme ich den Schuh. Dann den Bogen. Und. Guten Morgen. Da ist er. Okay. Hinox-Fußnagel, so, jetzt bekommen wir noch ein Hinox-Herz, das ist auch noch ein bisschen wertvoll. Haben wir schon Hinox besiegt? Nein, haben wir nicht. Den haben wir umgangen. Jemand ist jetzt dran. Und hier vorne ist, glaube ich, eine Ritterhellebar. Okay. Können wir eigentlich getrost da liegen, dass. Obwohl, habe ich irgendwas, was ich da nicht brauche. Ritterhellebar gegen Soldatenschwert vielleicht. Warum Ritterhellebar gegen Soldatenschwert? Weil wir das hier kein wirkliches Leveling-System eingebaut hätten, das wäre noch geiler gewesen. Der Skyrim. Nur mal so als Info. Hier haben wir noch einen Blutling. Und wir sind in einem Gebiet, wo wirklich nur Sonne ist. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, weil hier vorne ist der Todesberg. Das hat natürlich nichts mit Sonneneinstrahlung zu tun, aber anscheinend haben sie dieses Gebiet wirklich nur auf Sonne ausgelegt. Ja. Und auf die Schneidklippen, ne? So, wir können jetzt dann natürlich nach oben gehen und dann diese Mission annehmen, weil ich glaube, wir können die auch hier unten annehmen. Ich würde sagen, dafür wechseln wir erstmal die Sachen. Dafür brauche ich eigentlich diese Kletterrüstung allgemein. Dafür eigentlich die komplette, aber.
Ich leg mal alles ab, was ich brauche. Macht uns das ja ein bisschen schneller. Neid muss man haben. Hier brennt die Luft. Du bist doch mit der Ausdauer. Du bist doch der mit dem Ausdauerhärtetest. Das Schicksal muss dich hergeführt haben. Wir kommen auf unseren kleinen Übungsplatz. Sprich oben mit meinem großen Bruder, wenn du dich von noch weiter abhärten willst. Ach, dann müssen wir noch oben. Au. Denn. Haben wir es da ferne schon gesehen? Da ist ein Schrein. Und er sitzt da drauf. Jetzt pass auf, wenn wir. Ach, die hohe Schrein. Jetzt pass auf, wenn wir drauf gehen. Bei meinen Bizeps. Musste sich verdienen, auf dieser Plattform stehen zu dürfen, also runter mit dir. Für dieses Privileg musst du meine Brüder und mich beeindrucken. Okay. Dann gehe ich mal. Gut, wir können jetzt zum einen warten, wir können aber auch Ausdauersachen kochen. Ich würde sagen, wir kochen ein paar Ausdauersachen. Haben wir noch Fit-Sachen? Dann kommen dann. Wenn wir den Ausdauerhonig und ich kochen, was kommt da raus? Ausdauerhonigbonbon, okay. Wird uns einen Boost geben, aber ich würde mal so ein Fittling würde ich nehmen und dann vielleicht noch ein bisschen Fleisch. Komm, kommt da raus. Perfekt. Fitness, Fleischspieß mit Pilzen. Ist jetzt nicht wirklich das, was ich eigentlich reingeworfen habe, aber. So, eine Sache können wir machen, wir können schon mal das futtern. Dann haben wir ein bisschen Ausdauer mehr an der Hand. Dann, ich hoffe, das wird uns nicht abgezogen. Und beugen und strecken. Du hast doch den Ausdauer, hätte das geknackt, oder? Geht doch nichts über steinharte Muckis. Das hier ist der Goron-Garten für die Harten und solche, die es werden wollen. Die Schneidklippeln. Hier trennen sich die Kiesel von den Felsen. Aus dem Weg, bitte. Ich bewege keinen Muskel. Zu spät. Auf dieser Plattform ist nur Platz für ganze Kerle, die Zwinger der Schneidklippen. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übung. Andererseits hast du ja schon den Ausdauerhärtetest geschafft. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg. Aber locker. Das wollte ich hören. Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich klär dir mal, wie es funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippen bis nach ganz oben klettern. Aber das alleine wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es, im Zeitlimit hinaufzuklettern oder eine bestimmte Anzahl von Rubinen zu sammeln, hast du es bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht oder du auf dem halben Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst auf deinen körperlichen und geistigen Grenzen stoßen, das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimm die Klippen. Die Schneidklippen. Oh, noch was. Ein Versuch kostet 20 Rubine. Kannst du das finanziell stemmen? Du musst beim Klettern nur Rubine sammeln. Ein Klacks für einen harten Kerl. Hast du ein Ziel? So wenig Rubine war die Kletterei umsonst, auch wenn du es innerhalb des Zeitlebens geschafft hast. Also dann. Erklimm die Klippen. Los. Ach, Mama, komm. Kriegen wir hin. Nämlich zwei Wege jetzt hier, wo wir gehen können. Wir können mal rechts gehen. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr Rubine. Aber zumindest ist gleich schon mal ein 10. Ein 10 ist fertig dann. 20 Zeit. Gehen wir den linken Weg. Vielleicht gibt der auch 100 Rubine. Das wäre super. Ich glaube, bald bringe ich irgendwie was mit 100 Rubinen. Und das ist halt ein Weg, der hat mehr Plattformen zum Ausharren. Weil es an die Ausdauer natürlich ausgeht. Ich hab gar nicht gedrückt, warum ist er auf einmal so auf überwangen? Also ich glaube, die roten geben 20, ne? Achso, den will ich erstmal nicht mitnehmen. Und 30.
Kann man machen. Könnte knapp werden, aber wir könnten. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Du hast jetzt nicht mitgenommen. Das war jetzt ärgerlich. Das war ärgerlich. Schaffen wir locker. Habe ich aber das Polster noch geholt. Komm, erhol dich schnell. Wir können ja auch gleich straight hochklettern, weil wir haben 20 Rubinen dabei. Naja, schaffen wir nicht mehr. Kacke. Ja, was machst du denn? Die Zeit ist abgelaufen. Schade, schade, aber die Rubinen kannst du da nicht behalten. Das lief das Mal nicht so gut, aber ich warte für den Fall, dass du es nochmal versuchen möchtest. Kicken. Andere Taktik. Andere Taktik. Andere Taktik wäre mehr Ausdauer oder... Erstmal das andere Teil holen. Müsste mal gucken, wo das wäre. Da habe ich ja gesagt, ich würde nachgucken. Nicht nur, ich mache es auch, weil ich bin mir da unsicher. Auf jeden Fall im Hebra-Gebiet, deswegen Kletter, also Climbing. ZBOTW, okay. Climbing Gear. Also. Wo kriegt man denn zum Beispiel Bandana, Boots? Die Boots möchte ich gerne haben. Wo sind denn die Boots? Aufgeführt. Location. Wo die sind? Am Tano OA Schrein. Tano OA Schrein. Da ist der Tano OA. Also. The Nero Ranch. Ach man. So, also. Hebra. Die rote Hochebene. Habe ich ihn nirgends? Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Mal ernsthaft, wo ist das? Pulpa. Man kann auch nicht aus der Karte auslesen, weil das so ein kleiner Abschnitt ist. Ne? Das ist völlig banal, behindert, wie auch immer.
Ich guck mal gerade ganz kurz nach so einer Karte, auch wenn es eher scheiße ist. All Shrines. Ich will das eigentlich selbst herausfinden, aber das ist trotzdem eher nicht so möglich. Wie hieß der Schrein? Au. Ano Oa Schrein. LOL. Da ist das. Dann waren wir da schon. Haben wir sowieso. Ja, das ist genau hier. LOL.